Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unserer Gesprächsreihe Gipfelsieg, der Wille versetzt Berge. Heute aus Leogang, ganz genau von der Kraller Alm, wo ich mit zwei spannenden Gästen über ihre Lebenswege und über ihre ganz persönlichen Gipfelsiege sprechen darf. Wenn wir von prominenten Gästen reden, dann haben wir manchmal den Eindruck, dass deren Leben ausschließlich vom Glück beschienen ist. Und wenn wir über Menschen reden, die eine Behinderung haben, dann können wir uns manchmal gar nicht vorstellen, dass die glücklich sind. Im direkten Gespräch erfahren wir oft ganz anderes. Und ich begrüße Marianne Hengel. Sie ist die Obfrau von Roland Austria und sie ist die Initiatorin dieser Gesprächsreihe. Marianne, kennst du diese Reaktion, dass Menschen nahezu staunen, wenn du sagst, ja, ich bin behindert und ja, ich bin glücklich? Ja, das passiert mir natürlich sehr oft, dass einfach Menschen sagen, ich habe alles, ich habe einen perfekten Körper. Wenn ich sie so anschaue, es ist unvorstellbar, aber man hat das Gefühl, sie sind glücklicher wie ich selbst. Und warum ist das so? Und viele sagen, sie sind auch unzufrieden und haben keine Freude am Leben. Und ich bin sehr glücklich, wenn ich ihnen mit meiner Lebensfreude Kraft geben kann. Mhm. Ja, woran liegt das Lebensglück? Das ist eine Frage, die wir im Gipfelsieg ganz oft stellen. Wenn wir von Gipfelsiegen sprechen, dann meinen wir ja nicht unbedingt die ganz hohen Berge und den großen Applaus oder den großen Reichtum und die Schönheit, sondern gerade für Menschen mit Behinderung ist ein Gipfelsieg oft was ganz anderes. Warum ist es wichtig, gerade auf diese kleinen, großartigen Erfolgsmomente des Lebens zu schauen, über die auch nachzudenken und diese zu würdigen? Ich habe dir heute, liebe Barbara, einen ganz besonderen Gipfelsieg mitgebracht. Vor ein paar Wochen hat mein Patenkind, die Melanie, geheiratet. Sie ist sehr schwer behindert. Sie hat ihren Christoph geheiratet. Und die zwei haben eine ganz besondere Herausforderung gemeistert. Ein ganz besonderer Gipfelsieg war es, sie haben sich überlegen müssen, wie sie sich gegenseitig die Eheringe anstecken. Und sie haben dann Unterstützung bekommen, sie haben das geschafft. Und das war ein Gipfelsieg sondersgleichen. Sie sind jetzt verheiratet und das glücklichste Paar der Welt. Ja, herzliche Gratulation natürlich auch von dieser Stelle nachträglich zu unseren heutigen Gästen. Ich freue mich auf Raul Krauthausen. Er ist Behindertenaktivist, er ist Blogger, er ist Moderator, er hat die Glasknochenkrankheit. Und er sagt übrigens, er mag die Formulierung, ein behinderter Mensch zu sein, weil das lässt zunächst einmal offen, ob er selbst behindert ist oder ob er behindert wird. Wie siehst du das? Ja, deshalb ist er mir auch so sympathisch, weil er sagt, wir sind behindert. Roland Austria hat ja noch den Zusatz, Roland Austria, wir sind behindert. Wir haben keinen Grund, uns zu verstecken. Wir können selbstbewusst ins Leben gehen. Es ist natürlich viel schwerer oft wie bei anderen Menschen, aber wir sind behindert und ich glaube, desto selbstverständlicher wir mit den Menschen über dieses Thema sprechen, desto mehr werden sie uns akzeptieren. Das ist ja auch unser Anliegen und sein Vis-à-vis heute wird einer der größten Stars der Schlagermusikszene sein, spätestens seit dem Hit Ein Stern, der deinen Namen trägt, Nick P. Nikolaus Presnik heißt eigentlich mit ganzem Namen und sein Lebensweg ist nicht nur von Applaus und Scheinwerferlicht beschienen, sondern erkennt auch die Schattenseiten. Ist das letztendlich das, was uns alle verbindet, was uns vielleicht auch menschlich macht? Ich glaube einfach, dass das eine Illusion ist. Die Menschen glauben immer, wenn man im Rampenlicht steht, diese Menschen haben keine Probleme, keine Sorgen. Das ist absolut überhaupt nicht richtig. Jeder Mensch hat sein Bagdal zum Tragen und für jeden ist seine Geschichte, seine schwere Geschichte die schwierigste. Und es ist einfach so und das soll auch der Gipfelsieg zeigen. Wir kommen auf die Welt, haben unsere Lebensaufgabe zu erfüllen und irgendwann gehen wir von dieser Welt. Und das macht uns alle Menschen aus, dass wir einfach da alle gleich sind. Ich danke dir für diese Botschaft und ich freue mich auf das Gespräch mit meinen heutigen Gästen, heute von der Kralle Alm.
Ein herzliches Grüß Gott hier meinen Gästen auf der Kralleralm. Raoul Krauthausen, zu deinen zahlreichen Tätigkeiten und Projekten, die du betreust, gehört auch eine Homepage, eine Website für Journalisten. Wenn die über behinderte Menschen berichten, damit sie da keine Fehler machen, damit sie in keine Fettnäpfchen treten. Ich habe mir gedacht, das ist am Beginn natürlich gleich ideal. Kannst du mir sozusagen einen Schnellsiedekurs geben? Was sind denn so die klassischen Fehler, die passieren? Das sind ganz oft so Formulierungen, wo es dann zum Beispiel heißt, Raoul Krauthausen ist an den Rollstuhl gefesselt oder trotz seiner Behinderung macht er das und das. Oder es ist eben auch ein oft sehr voyeuristischer Blick auf das Thema Behinderung, ohne genau zu schauen, was zeichnet den Mann oder die Frau eigentlich aus. Vielleicht ist sie auch ein riesiges, großes Charakterschwein, aber die Behinderung überlagert alles. Und dann trauen sich oft Leute auch gar nicht, die Person, die eine Behinderung hat, zu kritisieren, weil sie ja im Rollstuhl sitzt oder eine Behinderung hat. Und bei vielen Menschen mit Behinderung ist es aber schon so, dass Behinderung zu sehr im Mittelpunkt steht. Und du sagst, das ist eigentlich nur eine der Eigenschaften, die eine Persönlichkeit ausmachen. Eine von vielen, die wir alle haben. Und ich gebe dann Journalistinnen und Journalisten immer ganz gerne den Tipp zu sagen, ersetzen Sie doch mal das Merkmal Behinderung durch das Merkmal Haarfarbe. Und da sagt ja auch keiner, trotz ihrer braunen Haare macht die Person ABC. Und es sagt auch keiner irgendwie, sie tapfert Meister ihr Schicksal trotz ihrer blauen Haare, sondern einfach mit blauen Haaren oder mit Rollstuhl. Deine Kappe, die du trägst, ist ja mit deinem Markenzeichen geworden und das mit einem bestimmten Ziel. Ja, ich habe mir dann irgendwann mal gesagt, okay, ich setze mir jetzt eine Mütze auf und wenn ich dann irgendwann der Mann mit der Mütze bin und nicht mehr der Mann im Rollstuhl, dann weiß ich, wann ich aufhören muss. Ich sage immer, Inklusion ist dann erreicht, wenn ich in Berlin im Doppeldeckerbus oben sitzen kann als Rollstuhlfahrer. Aber es ist ja auch interessant, und das kenne ich nicht von allen behinderten Menschen, du magst die Formulierung, dass du ein behinderter Mensch bist. Das sind manche sehr sensibel und sagen, eigentlich sollte man korrekterweise sagen, ein Mensch mit einer Behinderung. Ich bevorzuge behinderter Mensch deswegen, weil es offen lässt, ob ich als Mensch behindert bin oder behindert werde. Ne? Das heißt, ja, ich sitze im Rollstuhl, das heißt, ja, ich bin behindert, aber ich werde auch ganz oft behindert. Zum Beispiel durch die Tatsache, dass es Treppen gibt, dass es Stufen gibt. Und es lässt einfach offen, ob ich behindert bin oder behindert werde. Bei Mensch mit Behinderung klebt das Wort Behinderung nur am Menschen. Und wir können aber auch die Frage stellen, wie können wir eine Gesellschaft gestalten, die alle willkommen heißt und wo wir auch einander aufeinander zugehen und voneinander lernen. Und es nicht immer nur darum geht, dass behinderte Menschen jetzt die nicht behinderten Menschen belehren und inspirieren sollen, sondern dass auch ich natürlich ein Recht darauf habe, von Nick P. was zu lernen oder von Ihnen was zu lernen. Und es muss nicht immer nur in die andere Richtung gehen. Nick, umgekehrt, wie blickst du auf Raoul? Wie blickst du auf behinderte Menschen, die auch zu deinem Publikum beispielsweise gehören, die im Rollstuhl sitzen, die vielleicht auch eine geistige Behinderung haben? Bist du ganz frei davon, zu sagen, das ist der Mann im Rollstuhl? Ich habe mich in den Jahren eben als Musiker gewohnt, die Behinderung nicht als Behinderung zu sehen, sondern die Menschen, die auf mich zukommen im Rollstuhl, eben anders zu sehen, nicht als Behinderte, wie man so gerne sagt, sondern den Menschen dahingehend zu identifizieren, wenn ich so sagen darf, auf seinen Grund, seiner blauen Augen, seinen Namen, seine Ausstrahlung auf mich. Ich möchte das nicht an mich ranlassen, dass jetzt der Mensch, nur weil er im Rollstuhl ist, anders ist. Es sind Menschen, die von sich Dinge geben, von denen wir, sage ich mal, die wir gehen können, die wir handeln können, viel lernen können. Und das habe ich in dieser Zeit als Musiker extrem gelernt, weil ich durch meine Musik sehr, sehr viele Menschen anspreche und vor allem auch Menschen, die mit einem Handicap zu tun haben und mit denen ich dann sehr, sehr oft und immer wieder in Kontakt trete. Woran mag das liegen, dass du sehr viele behinderte Menschen berührst mit deinen Texten? Vielleicht ist es auch meine Geschichte, die viele kennen, und natürlich hat Musik eine ganz, ganz große Kraft.
Worte, die gesungen werden, das weiß man, finden den Weg leichter ins Herz als Worte, die man spricht. Und ich glaube, dass Musik ein großer Faktor ist, um Worte wirksam zu machen. Und ich versuche eben aus meinem Leben zu schreiben, zu singen und finde dazu viele Parallelen zu Menschen, die gleich sind wie ich. Welche Behinderungen hast du denn? Körperlicher Natur? Kann auch die große Popularität eine Behinderung, ein Handicap darstellen? Natürlich auch. Natürlich, man ist nicht mehr so frei, wie ich es vor langer Zeit einmal gewesen bin. Wenn du nicht mal wohin gehen kannst, dass du quasi nicht mehr erkannt, wie es dies dann schon irgendwie oft man lästig. Das kann man vielleicht irgendwie so bezeichnen, wenn jetzt einer im Rollstuhl ist, dann wird er beobachtet. Und wenn du jetzt prominent bist, dann wirst du beobachtet, du wirst fotografiert, man will was von dir. Ist manchmal anstrengend, aber es gehört zum Job, das gehört zu meinem Dasein. Ist ja auch ein Zeichen des Erfolges, wenn ich Menschen erkenne. Und ich sehe das jetzt nicht als Lästigkeit, sondern als Teil meines Berufes eben, dass das so gesehen wird und akzeptiere das auch so. Die Brille ist ein modisches Accessoire oder die brauchst du, um besser zu sehen? So ist es. Ich bin schon in einem Alter, wo ich einfach die Sehkraft ein wenig nachgelassen habe und ich brauche diese Brille, um die Menschen zu erkennen. Sonst sehe ich da ins Publikum, ich sehe sie zwar und höre sie jubeln, aber ich sehe die Menschen nicht mehr, mittlerweile. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, weil ich glaube, wir unterscheiden gesellschaftlich zu sehr unter behindert und nicht behindert. Dabei gibt es dazwischen ja unglaublich viele Graustufen. Menschen mit Behinderung sind nun mal durch den demografischen Wandel die am schnellsten wachsende Minderheit. Das heißt, es geht gar nicht mehr so sehr darum, tut was für die armen Hascherl, die im Rollstuhl sitzen, sondern tut was für uns alle. Apropos arme Hascherl, als solches hast du dich ja eigentlich nie begriffen und das hat natürlich ganz stark mit deinem Elternhaus zu tun, wie du aufgewachsen bist. Du hast die Glasknochenkrankheit, das heißt, deine Knochen brechen sehr leicht. Du bist schon mit zahlreichen Knochenbrüchen zur Welt gekommen. Ja, aber auch das ist eigentlich irrelevant. Naja, für deine Eltern war das damals vielleicht sogar sehr relevant. Ja, aber für den Zuschauer befriedigt es jetzt wieder so eine Art Voyeurismus. Ja, aber man möchte einfach wissen, was hat der Mann? Ja, aber ich frage ja auch nicht, ob sie homo- oder heterosexuell sind. Können sie aber. Ja, aber würde ja jetzt nicht passen. Ne? Und ich glaube, das ist deswegen wichtig, weil es gibt natürlich auch einen Intimsbereich, den man jetzt nicht unbedingt tagtäglich zur Schau gestellt haben möchte oder auch selber zur Schau stellt. Auf der anderen Seite, ich habe natürlich kein Problem damit, über meine Behinderung zu sprechen. Ich denke, dass ich den Intimsbereich und diese Privatsphäre immer sehr respektieren möchte, aber Sie schreiben ja auch darüber. Genau, das meine also ich ja insofern damit. Ist es etwas, was Sie auch öffentlich genau machen. Und worauf ich hinaus wollte, ja, war ja, wie Ihre Eltern oder was Ihre Eltern Ihnen mitgegeben haben, damit Sie dieses Selbstbewusstsein, so im Leben zu stehen, wie Sie das heute tun, schon haben konnten. Oder wann Sie auch als Kind in einer Umgebung ganz spielerisch gemerkt haben, irgendwie bin ich schon anders als die anderen Kinder. Ich hatte das Glück gehabt, dass meine Eltern relativ jung waren, als ich auf die Welt kam. Sie hatten beide noch sich selber auch gesagt, sie haben ihr eigenes Leben vor sich. Die haben jetzt nicht vor, Hausmann und Hausfrau zu werden, nur weil ihr Kind eine Behinderung hat. Ich bin in Südamerika, in Peru, zur Welt gekommen. Meine Mutter hat den deutschen Pass. Und dann war relativ schnell, glaube ich, für meine Eltern klar, mein Vater ist Peruaner, sie ziehen nach Deutschland, einfach erstmal aufgrund der Infrastruktur. Ja, die medizinische Versorgung ist besser, die Schulen sind wahrscheinlich irgendwie auch besser. Und dann sind sie nach Deutschland gezogen und das Einzige, was aufgrund ihrer politischen Gesinnung in Frage kam, war West-Berlin. Und meine Eltern waren, wie gesagt, relativ jung und steckten mich dann sehr schnell in den Kindergarten. Einen stinknormalen Kindergarten. Ich hätte auch woanders landen können. Das heißt, die Lotterie des Lebens hat mir Glück geschenkt in dem Moment. Und ich war in einem stinknormalen Kindergarten, der zufällig einer der ersten Kindergärten wurde, die Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam aufnahmen. Und für mich war das Normalste auf der Welt. Ich konnte nie in meinem Leben laufen und habe es dadurch auch nicht vermisst. Also es ist ja nicht so, dass mir etwas genommen wurde. Ich habe alle anderen laufen sehen und dachte jetzt so, ja, die laufen halt, ich nicht. Kann jetzt für mich aber auch nicht sagen, dass ich im Laufe meiner Grundschulzeit oder Schulzeit gemobbt wurde, gehänselt wurde oder gelitten habe. Wohl aber mir schon immer klar war, ich sitze im Rollstuhl, die anderen sitzen nicht im Rollstuhl.
Es gibt Dinge, die kann ich nicht mitmachen, mit all den ganzen Gefühlen von Einsamkeit und Ausgeschlossensein. Aber ich denke, das durchlebt jeder irgendwie, ob er Vegetarier ist, Veganerin oder was auch immer. Nick, ein kurzer Blick in deine Kindheit, in dein Gewordensein. Mama aus Kärnten, Papa russischer Kosake, 4 Geschwister. Und deine Mutter ist sehr früh gestorben. Kamst dann zu Zieheltern, bist in einfachen Verhältnissen am Bauernhof aufgewachsen. Hast du dich anders gefühlt? Wurdest du gehänselt? Wie bist du aufgewachsen? In der Kindheit schon, ja. Das war schon ein Problem damals, als meine Mutter starb. Da war ich 9 Jahre alt, aber ich kannte das Problem schon vorher, da mein Vater Russe war. Und ein Russenbub wurde ich in der Schule schon genannt und das hat mich gestört, ganz klar. Ich konnte am Anfang nichts damit anfangen, warum, wieso, was ist da anders. Es hat da Schüler gegeben, die das extrem ausgetragen haben, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Und es hat andere gegeben, die wieder an deiner Seite gestanden sind, zu dir gestanden sind. Ne? Hat mich aber auch gestärkt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es hat mich stark gemacht, weil ich mein eigenes Ego hatte und dachte, ich bin ja nicht anders, nur weil halt mein Vater ein Russe ist, was ist an mir anders, ne? Und als dann plötzlich meine Mutter starb, war dann vieles anders. Diese Fürsorge, die uns die Mutter gegeben hat, war plötzlich nicht mehr da. Vater war komplett überfordert mit der ganzen Situation, mit den 5 Kindern. Und dann war es fast 3 Jahre lang ein Chaos, in dem wir gelebt haben. Ich ging nicht mehr in die Schule, weil ich da nur gemobbt wurde, weil du eben anders warst. Ich habe täglich die gleiche Wäsche getragen und es wurde nicht gewaschen, es wurde nicht gekocht. Du bist richtig irgendwie fast verkommen, wenn ich das so sagen darf. Der große Umschwung kam wirklich, als ich dann Hilfe bekam oder wir Hilfe bekommen haben von einer Organisation, die sich darum gekümmert hat, dass hier geholfen werden muss, dieser Familie muss geholfen werden, die verkommen oder da geht vieles schief. Der Vater hat einfach das Ganze nicht im Griff. Und das war mein großes Glück im Leben, dass ich dann zu Zieheltern gekommen bin, die mich aus diesem Chaos geholt haben, die mir ein Zuhause gegeben haben, die mir gesagt haben, wie der Hase im Leben läuft, was es drauf ankommt im Leben. Ich habe durch meine Zieheltern gelernt, dass man in den Spiegel schauen muss und der dir entgegenlacht oder entgegenschaut, der ist verantwortlich für dein Leben und sonst niemand. Mhm. Immer du selbst. Würdest du das so stehen lassen oder auch unterstützen, der, wenn du dich in den Spiegel schaust, den zu erkennen, der die Verantwortung für das eigene Leben, das eigene Lebensglück, die eigene Lebensfreude und vielleicht auch das eigene Lebensleid trägt? Ich denke, ich höre aus den Beschreibungen und Schilderungen von Nick P. Noch was ganz anderes heraus, nämlich dass, ja, bis zu einem bestimmten Punkt ist jeder seines Glückes Schmied, aber nicht jeder Schmied hat Glück. Das ist richtig, ja. Es braucht natürlich auch ein Umfeld, das einen bestärkt, das erkennt, wo Unterstützungsbedarf existiert. Das ist richtig, aber es ist ja ganz wichtig, dass du das erkennst auch. Genau. Dass du dir Ziele setzt, vor allem, auf die du zugehen solltest. Ich sage immer, das Schrecklichste ist, wenn man im Leben Ziele hat und die nie irgendwie verfolgt hat. Das Schrecklichste ist, wenn man irgendwann sagen muss, ich wollte das oder das erreichen, habe es aber nicht mal versucht. Dann kann ich nie sagen, hätte ich es geschafft oder nicht. Und das wollte ich auf keinen Fall. Ja, ich glaube aber, dass man nur einen bestimmten Prozentsatz Einfluss auf sein Glück hat. Es gibt auch Faktoren wie Eltern oder Umgebung. Also wenn ich in einer Gegend aufwachsen würde, die voller Barrieren oder Missstände oder Armut wäre. Deswegen war ja die Bezeichnung für mich als großes Glück, dass ich zu den Zieheltern gekommen bin, die mir gesagt haben, dein Leben musst du selbst in die Hand nehmen. Aber der Nick hat gemeint, oder damals war es ja noch der Klaus. In der Familie bist du der Klaus. Da war der Klaus, ja. Das ist richtig. In der Familie, also der Klaus, hat gesagt, dass dieses Gefühl, er war als Klaus der Russenbub, wurde von Kindern gemobbt, auch ausgegrenzt, hat Ablehnung erfahren,
dass das was mit ihm getan hat. Es hat ihn aber auch gestärkt. Kannst du diese Ambivalenz nachvollziehen? Weil das ist ja auch was, was behinderte Menschen ganz oft erfahren. Auf der einen Seite schon eine Zuwendung, eine Unterstützung, eine Hilfe, die auch notwendig ist in vielen Fragen. Auf der anderen Seite aber auch Ausgrenzung und Ablehnung. Ja, und es gibt Leute, die daran zerbrechen, die dann verbittert werden, die dann das Gefühl haben, die ganze Welt ist gegen sie. Und es gibt Leute, die dann Großes schaffen. Und es gibt ganz viele Leute, die einfach Durchschnitt sind. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass wenn wir Menschen mit Behinderungen auf Bühnen bringen, sei es paralympische Bühnen, sei es musikalische Bühnen oder eben auch hier als Bühne, wir verkennen, dass auch Menschen mit Behinderung ein Recht darauf haben, einfach Durchschnitt zu sein. Und sie müssen nicht heroische Dinge geleistet haben, um zu gelten. Und sie müssen aber auch nicht permanent leiden, um gesehen zu werden. Und sie haben genauso ein Recht darauf, keine Ahnung, einfach Bürojobs zu machen oder leidenschaftliche Malerinnen und Maler zu sein, ohne dass sie die ganze Zeit berühmt werden müssen. Deine Biografie trägt den Titel Dachdecker wollte ich eh nicht werden. Ja. Was wolltest du denn werden? Gab es Berufswünsche? Als Kind wollte ich immer Pilot werden. Und zwar nicht so Segelflugzeug, sondern so richtig Jumbo. Und meine Mutter hat dann irgendwann mich mal gefragt, ich glaube, ich war 9 oder so, wie stellst du dir das eigentlich vor, Pilot zu werden? Und dann sagte ich, na, ist wie immer, ne? Du trägst mich halt rein, dann fliege ich das Flugzeug und wenn wir gelandet sind, holst du mich wieder ab. Und so ganz kindlich naiv. Und was ich bis heute sehr schätze, war, dass meine Mutter das so stehen gelassen hat. Meine Mutter hat nicht gesagt, ja, aber das geht nicht, du sitzt im Rollstuhl, wie stellst du dir das vor und so. Sondern sie hat einfach wahrscheinlich sich gedacht, naja, jeder 9-Jährige möchte irgendwie mal Astronaut oder Pilotin werden. Lassen wir ihm doch einfach mal den Traum. Und irgendwann war klar, beim Pilot musst du so viel lernen. Und ich bin dann doch ein relativ fauler Mensch. Dass ich dann dachte, ja, vielleicht dann was anderes machen. Fing dann an, mich für Medien zu interessieren und für Politik. Und warum das Buch so heißt, wie es heißt, Dachdecker wollte ich ewig werden, ist im Prinzip eine tragische Geschichte, weil in Deutschland ist es so, dass man in der 9. Klasse zum Berufsberater gehen muss. Und dann stand vor mir ein 50-jähriger Herr und sah mich an und fragte, hast du schon mal was von Behindertenwerkstätten gehört? Ja. Und ich dachte dann in dem Moment, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Ich möchte eigentlich das machen, was meine Freunde machen. Warum denn jetzt, wie kommt er denn jetzt auf eine Behindertenwerkstatt? Und dann wollte der mir das schmackhaft machen. Und dann bin ich relativ traurig nach Hause gekommen. Und meine Mutter meinte dann, ich kann verstehen, dass das jetzt irgendwie ein bisschen blöd war. Mach auf keinen Fall eine Behindertenwerkstatt. Und ich wollte dann auch gar nicht mehr Schule machen. Und dann meinte sie, ja, dir muss einfach nur eine Sache klar sein. Wenn du nicht die Matura oder das Abitur machst, Dachdecker kannst du nicht werden. Und deswegen heißt das Buch so. Also es hat geklappt mit der Matura. Es wurde dann ein Studium, also noch genauer gesagt eigentlich mehrere Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation und Design Thinking, das du absolviert hast. Schlagerstar war ja jetzt nicht der erste Berufswunsch bei dir. Du hast Bundesjahr gemacht, du hast Kellnerlehre absolviert, hast Zimmermann gearbeitet, hast Techniker gearbeitet. Aber die Musik war schon immer ein ganz wichtiger Henkel in deinem persönlichen Leben. Die Musik, die Texte haben mich beflügelt. Ich habe mir mit 12, 13 Jahren so Gedanken gemacht, warum gewisse Dinge passieren. Man hat dann nach dem Tod, vor allem nach dem von meiner Mutter, hat man als Kind viele, viele Fragen und die werden ja nicht beantwortet. Und da habe ich mich in der Musik immer irgendwelche Botschaften oder wahrgenommen oder ich habe durch die Musik Mut bekommen. Durch manche Texte, die mich angesprochen haben, auch durch die Art der Musik, die einfach Fröhlichkeit vermittelt haben, das hat mich gestärkt, das hat mich aufgebaut, das hat mir irgendwie nach vorne geholt oder aus dem Tief, in dem ich gerade war, rausgeholt. Und habe dann so mit 13, 14 Jahren versucht, Dinge einfach niederzuschreiben, Texte zu schreiben, Dinge von mir loszuschreiben. Habe das dann gemerkt, das hilft mir. Und so bin ich dann zum Texter geworden und habe dann angefangen, später mit 15, mit meinem ersten Lehrgeld, meine Gitarre gekauft. Und habe dann angefangen, auf dieser Gitarre zu spielen.
zu üben, zu lernen. Und habe dann später mit 19 meinen ersten Text, also in eine Komposition verfasst und habe das versucht, auf der Bühne zu spielen. Und das hat den Leuten gefallen. Und dann habe ich gemerkt, okay, es funktioniert, es geht, den Menschen gefällt das. Und dann habe ich einfach immer weitergemacht und weitergemacht. Und irgendwann mal kommt jemand mit großem Glück, der das Talent in mir vielleicht erkannt hat, da war ich dann schon 35 Jahre, und gesagt hat, du schreibst so schöne Texte, du machst so tolle Musik, warum machst du nicht mehr daraus? Und dann sage ich, ich bin eigentlich zufrieden, wie es ist. Und der hat gesagt, da kann viel mehr draus werden. Und jetzt sitze ich hier, viele Jahre später, über 20 Jahre später, und habe ein paar Hits hinter mir, ein paar Songs veröffentlicht, die viele Menschen erreicht haben, mit denen ich die Herzen berührt habe. Das für mich eigentlich das Wichtigste im Ganzen ist, Menschen mit meiner Musik etwas sagen zu können. Du bist 20 Jahre schon auf der Bühne gestanden, bevor der große Erfolg kam. Ja. Wenn du da jetzt heute an diese Zeit zurückdenkst, heute, wo du vor 10.000 Menschen große Live-Konzerte, Open-Air-Konzerte, Tourneen spielst, spürst du da immer noch dieses Gefühl, wo du im stillen Kämmerlein für dich alleine den Text geschrieben hast, was dir gut getan hat? Ja, klar. Oder ist es heute immer noch so oder ist es heute ganz anders? Die Leidenschaft, Musik zu machen, diese Freude, Musik machen zu können und zu dürfen, die ist immer noch ganz groß. Ich habe Musik nicht gemacht aus irgendwelchem wirtschaftlichen Hintergrund, sondern einfach, weil es mir gut getan hat und dann später draufgekommen bin, dass meine Musik doch die Menschen irgendwie berührt. Das war für mich eigentlich immer der größte Aspekt dabei. Mhm. Raul, stehst du auf Musik? Auf welche Art von Musik? Ich glaube, ich war einer der ganz wenigen in meiner Jugend, der immer nur Radio gehört hat. Ich hatte gar keinen Musikgeschmack. Klar, Michael Jackson und irgendwie, das war mir alles schon ein Begriff, aber ich habe leidenschaftlich gerne Radio gehört und fand die Abwechslung gerade das Spannende. Und bis heute habe ich keinen Musikgeschmack. Ein Gipfelsieg heute von der Kraler Alm und wir dürfen Ihnen den Austragungsort und die Gastfreundschaft hier ganz kurz in einem Film vorstellen. Grüß Gott in Leogang. Leogang ist die erste Gemeinde von Tirol aus gesehen und vor uns die sehr markanten Leoganger Steinberge mit den Birnhorn, 2634 Meter hoch, und gegenüber liegt dann das Steinerne Meer, östlich gelegen. Und wir sind eine der erfolgreichsten Sommerdestinationen geworden mittlerweile. Wir sind spezialisiert für den Radsport. Wir haben den größten Downhill-Park Europas und sind auch ideal durch die Kitzbüheler Grasberge, die sehr angenehm, also leicht zum Radeln sind und wo man auch bei den meisten Wegen auch fahren darf. Haben wir uns gemausert zu dem Hotspot im Sommer, im Sommertourismus, natürlich auch mit den ganzen Wandermöglichkeiten. Bei den Leoganger Steinbergen ist natürlich für die Extremeren das Klettern, aber wir sind doch für die Familien ideal, um einen schönen Urlaub zu verbringen. Nick, es ist gerade ein bisschen mehr als 10 Jahre her, da ist dann was ganz Unglaubliches passiert. Mit einem Stern, der deinen Namen trägt, ist dir ein Hit gelungen, ein Lied, das heute wahrscheinlich jeder kennt. Was ist denn die Geschichte? Ich glaube, da war ich 27, 28 Jahre alt. Es war am Wörthersee und ich war da 2 Uhr nachts am See. Ich hatte damals das Gefühl, diesem Menschen was geben zu wollen und habe das einfach, weil ich gerne texte und schreibe, in dem Moment gemacht. Habe das dann lange mit mir mitgetragen in meinem Archiv und 1998 dann das erste Mal veröffentlicht und es hat irgendwie sofort gefunkt beim Publikum. Es hat irgendwie sofort die Wirkung gezeigt, aber ich war halt nur unter Anführungszeichen der Steiermark in Kärnten bekannt und weiter hinaus eben nur schleppend, bis dann der große Durchbruch kam mit Die Schürze zusammen und das hat mir dann den deutschen Markt geöffnet und für mich heute noch unglaublich, was da abgegangen ist, dieser Riesenerfolg. Weiß denn diese Frau von damals am Strand vom Wörthersee um 2 Uhr nachts, dass sie die Inspiration war zu diesem Lied? Ja, sie weiß es, aber wir haben den Kontakt verloren. Der Gedanke war auch dieser, dass wir gesagt haben, egal wohin unser Weg uns führt,
wenn du diesen Stern am Himmel anschaust, dann bin ich in diesem Moment bei dir. Das war so die Idee. Welche Erfahrungen hast du zum Thema Partnerschaft und Liebe gemacht und warum ist das so ein großes Tabu, dass bei behinderten Menschen, denen nicht zugestehen wollen, sich das nicht vorstellen wollen, ja, dazu keine Idee haben? Ich glaube, das ist das Absurde, dass das Thema Behinderung gesellschaftlich von nicht behinderten Menschen, die nun mal die Mehrheitsgesellschaft darstellen, oft so gesehen wird, dass sie Angst davor haben. Ich formuliere das ganz gerne so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich schnell eher so der, wie der schwule beste Freund eingeordnet wurde, wenn ich auf Frauen traf, ne, mit denen man über alles reden kann und die dann irgendwie ihr Herz ausschütten. Und ich das dann oft interpretiert habe als, boah, die Frau findet mich auch ganz attraktiv. Aber in Wirklichkeit war ich halt auf einem Parallelgleis. Und je weiter ich darüber nachdachte, desto mehr wurde mir klar, dass wahrscheinlich viele Menschen ohne Behinderung das für sich nie in Frage gestellt haben, ob sie sich eine Beziehung mit einem behinderten Menschen vorstellen können und dann eher froh sind, wenn sie zwei Behinderte als Paar sehen. Weil das erleichtert sie dann selbst vor der Fragestellung, könnte ich mir das eigentlich vorstellen? Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir nicht miteinander aufwachsen. Und würden wir früh miteinander aufwachsen, würden wir vielleicht auch die charmanten Charaktereigenschaften eines behinderten Menschen lieben lernen. Und dann wäre es vielleicht auch gar nicht mehr so relevant. Flirtest du gerne? Ich habe es ehrlich gesagt aufgegeben irgendwann. Und beziehungsweise jetzt so aktiv zu flirten, weil ich A, gerade in einer Beziehung bin. Und B, natürlich auch, weil ich einfach sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht habe. Und dann einfach eher eine riesige Wand an Körben, im wahrsten Sinne des Wortes, um mich rumgebaut habe. Und dann einfach auch relativ wenig Gefühle nach außen zeigte, aber schon in der Hinsicht einsam war. Mhm. Nick, du hast zu Beginn des Gespräches schon gesagt, dass es zu deinen unter Anführungszeichen Behinderungen gehört, dass du manchmal mangelnde Privatheit erfährst. Das zeigt sich natürlich auch ganz deutlich im Privatleben, im Beziehungsleben, das immer wieder dann auch für Schlagzeilen sorgt oder in der Society-Presse besprochen wird. Vor knapp einem Jahr, glaube ich, hattest du deine letzte Scheidung. Und du hast auch mal in einem Interview gesagt, dass deine Ehen schon auch gescheitert sind an der Karriere. Das ist ja eigentlich eine sehr traurige Diagnose. Naja, ist leider traurig, ist aber leider Gottes auch wahr. Ich ging in die erste Ehe mit 27, 28 Jahren und habe mir gedacht, das ist es jetzt. Das ist jetzt meine Frau, wir werden Kinder bekommen und wir werden irgendwann, die werden erwachsen und wir werden irgendwann Opa und Oma sein und nur das Drehbuch für mein Leben schreibt wahrscheinlich irgendjemand da oben und der hat anderes mit mir vorgehabt oder mit einer anderen Frau das vorgehabt, keine Ahnung. Auf alle Fälle, es ist schwierig, wenn man in der Öffentlichkeit steht, wenn man so wie ich ständig irgendwie gefragt wird auch, wie schaut es bei dir daheim aus? Nicht? Das ist ja fast immer bei jedem Interview, das ich gebe, wie ist alles okay? Und ich habe mir jetzt zur Angewohnheit gemacht, darüber nicht mehr zu sprechen. Das ist meine Privatsphäre. Ich möchte in kein Schlafzimmer hineinschauen und unter keine Bettdecke. Aber du bist ja nicht nur in die erste Ehe reingegangen mit dieser Idee, das ist es, sondern vermutlich in die zweite und in die dritte auch, denke ich. Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass man seine eigenen Texte glaubt, dass man mit dieser Idealisierung und dieser Idyllisierung von Gefühl ja ganz innig verwoben ist. Natürlich schreibt man über Idealbedingungen oder Hoffnungen oder alles Mögliche. Dass es dann real nicht immer umsetzbar ist, das wissen wir alle. Wir alle wissen, dass alles morgen anders sein kann, wie es heute noch ist. Die Idealvorstellung war ganz eine andere, die ich jetzt lebe, aber ich lebe damit und es ist alles gut. Mhm. Es gibt aus diesen Verbindungen ja auch Kinder und ich glaube, man darf sagen, du bist der Opa. Ja.
Das ist es bekannt? Oder habe ich da jetzt was ausgeplaudert? Nein. Gibt es da auch schon Nachkommen, die in deine Fußstapfen steigen, die sozusagen auch in der Musiklandschaft Karriere machen wollen, da Ambitionen haben? Naja, es haben alle meine Kinder, es sind 4 Kinder, großes Talent. Ich bin auch schon Opa. Und musikalisches Talent. Und sie sehen natürlich an mir, wie viel ich unterwegs bin und wie wenig ich zu Hause bin. Und das schreckt sie schon ein wenig ab, zumindest die Mädels. Meine älteste Tochter ist 29, die ist Krankenschwester. Meine zweite ist 24, die ist Lehrerin. Und der mittlere ist 15 Jahre, der steht momentan auf AC/DC und spielt seit 10 Jahren Schlagzeug. Der ist Nick B. Klapp daneben. Klapp daneben, ja. Aber der ist wirklich sehr talentiert, wenn er seine Lehre abgeschlossen hat. Und wenn er dann noch Interesse hat, irgendwie in die Musiklandschaft einzusteigen, dann wird er natürlich meine Unterstützung bekommen, aber ich werde nicht dazu zwingen. Dieses Talent erkennen, Raul, ist das gerade bei behinderten Menschen auch ein Riesenthema, weil, wie du ja schon jetzt mehrfach uns auch erzählt hast, eben immer auf den Rollstuhl, auf die Behinderung reduziert werden und man sozusagen möglicherweise sie als Problem sieht und nie die Stärken, die Talente, das, was sie gut können, dort, wo sie strahlen. Ein großes Problem, das wir gesellschaftlich haben, ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen, ist, dass wir in den 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Wohlfahrtssystem ein System etabliert haben, wo auf der einen Seite natürlich gesagt wurde, sowas wie die NS-Zeit darf nie wieder passieren. Wir müssen Menschen mit Behinderungen wirklich befähigen. Wir müssen ihnen das Beste geben, das die Gesellschaft ihnen geben kann. Das war nach dem damaligen Stand der Pädagogik und der Wissenschaft sicherlich auch das A und O. Nur hat man dieses System seit den 50er Jahren nicht wirklich angefasst. Es ist zu einer riesigen Industrie geworden, wo behinderte Menschen eher verwaltet werden, wo sie in Einrichtungen sind unter ihresgleichen. Ich sage es jetzt mal, natürlich auch in der künstlichen Welt leben, wo die Türen alle automatisch aufgehen, wo der Fahrdienst einen abholt, aber wo man nicht nachts um 3 noch Party feiern kann, weil dann das Pflegepersonal Feierabend hat. Und das natürlich dann auch wieder eine Sonderwelt erzeugt. Und diese Sonderwelten führen in Deutschland zumindest dazu, dass behinderten Menschen, sobald sie im Rollstuhl sind, immer nahegelegt wird, Bürokaufmann oder Bürokauffrau zu werden. Wenn ich jetzt aber Musikerin werden möchte oder Musiker, dann wird mir das vom Arbeitsamt zuweilen sehr schwer gemacht. Und das führt dann dazu, dass viele Menschen sehr, Bürokauffrau werden oder Bürokaufmann, obwohl sie es nie werden wollten. Und das finde ich schlimm, wenn Menschen etwas aufgezwungen wird, weil das System es so vorsieht und nicht, weil sie ihren Talenten nachgehen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich studiert habe, Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation und mich immer, so ähnlich wie vielleicht Nick P. mit Texten, gerne auseinandergesetzt habe, jetzt nicht unbedingt literarisch, sondern ich mochte einfach Werbung. Und Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation ist die schönere Umschreibung für Werbung. Und es hat mich sehr fasziniert, wie Werbung funktioniert, wie funktionieren Medien eigentlich. Und habe dann mich sehr früh auf das Thema Internet spezialisiert und konzentriert, war in dieser großen Dotcom-Blase in Deutschland gerade mit einem Studium und habe viel Geld verdient in der Zeit und eigentlich so mein Talent erst entdeckt. So, mein Talent ist Projektmanager sein. Also. Und eines dieser Projekte hat den wunderbaren Titel Sozialhelden. Da werden verschiedenste Ideen und Projekte entwickelt und dann im besten Fall auch realisiert, ja. Am sozialen, bewussten Lebenssektor. Genau, mich hat damals genervt, dass viele Projekte zum Thema Behinderung meistens von Menschen ohne Behinderung gemacht wurden, für Behinderte. Und das hat mich genervt. Ich wollte nicht, dass jemand etwas für mich macht, sondern ich wollte selber etwas machen. Dann hat mich genervt, dass Sozialpädagoginnen oder Sozialpädagogen anfangen, Flyer zu gestalten oder Broschüren zu machen, das selten gut aussieht. Und ich als Werber, das Erste, was man lernt, ist, lerne, was du nicht kannst. Ja, also du kannst vielleicht Projektmanagement, aber du bist kein Grafiker, also brauchst du eine Grafikerin. Oder du bist keine Texterin, also brauchst du eine Texterin. Also such dir die Leute, die es besser machen, als du selber machen würdest. Und viele Projekte, gerade im sozialen Bereich, beobachtete ich damals, sind sehr schlecht gestaltet, schlecht kommuniziert. Es waren immer noch Luftballons vom Brandenburger Tor, die für die Rechte von Menschen mit Behinderung kämpften.
wo ich dann dachte, so, ja, ist das jetzt ein Politiker? Holt ihn das noch hinterm Ofen vor? Also juckt es den noch, wenn da 20 Behinderte mit Luftballons demonstrieren? Wahrscheinlich nicht. Wir brauchen neue Formen des Engagements, neue Formen der Kommunikation. Und so sind dann einige Projekte der Sozialhelden entstanden, wie zum Beispiel die Wheelmap, die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, wo Menschen mit Behinderung mit ihrem Smartphone ihre Nachbarschaften bewerten können, ob sie rollstuhlgerecht sind oder nicht. Ich habe aber noch ein anderes Projekt, nämlich meine eigene Fernsehsendung in Deutschland. Die heißt Krauthausen Face to Face. Und ist ähnlich wie dieses Format eine Talksendung, wo ich auf einen Gast treffe, der in der Regel eine Behinderung hat und Künstlerin oder Künstler ist. Oder der Künstler oder die Künstlerin kann auch keine Behinderung haben, aber wir reden über Inklusion. Und das Spannende an dem Thema ist, dass wir mal Menschen mit Behinderung eine Öffentlichkeit geben, jenseits des Jammerns, also jenseits der Probleme, die sie gesellschaftlich haben, von Diskriminierung und jenseits des Sports. Ja, sondern wir einfach mal eben auch Musikerinnen mit Behinderung da haben oder Schauspielerinnen mit Behinderung, die einfach über ihre Kunst reden und dann natürlich auch über Diskriminierung im Beruf. Aber die Behinderung nicht, sagen wir mal, das Kernthema, sondern die Kunst. Das heißt, behinderte Menschen einfach als selbstverständliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, wie sie aufs Leben blicken. Ähnlich wie wir es ja auch hier heute tun. Wir kommen langsam zum Ende, während hier in der Umgebung von Leogang auf der Kralleralm die Sonne beginnt unterzugehen. Wir haben über Höhen und Tiefen auch in eurem Leben gesprochen. Nick, gehst du manchmal auf die Berge? Ja, ganz gern sogar. Ja? Ich liebe die Berge, ja. Diese Stille, diese Luft, die frische Luft, wie auch heute hier. Ich mag das gern. Ist sozusagen ein Gipfelerlebnis am Berg zu vergleichen mit dem Erlebnis, vor 10.000 Menschen zu stehen? Oder ist das eine anders, ganz andere Energie? Schon ein bisschen anders. Es ist frischer am Berg rum, so frischere Luft. Und dieser Aufstieg, den man oft auf sich nimmt, der kann ja auch oft manchmal sehr schwierig und steinig sein. Und es ist jedes Mal eine große Errungenschaft, auf einem Gipfel zu stehen, für mich. Was tun die Berge mit dir, Ralf? Also da ich ja in Berlin lebe, das relativ flach ist und die einzigen Berge, irgendwie der Kreuzberg oder andere kleineren Berge sind, muss ich schon weit fahren, um auf Berge zu kommen. Also hier bin ich gerade ziemlich beeindruckt gewesen von der Alm. Das ist schon echt unglaublich, das siehst du in Berlin einfach. Aber du musst ein bisschen tief stapeln, du kannst schon den Machu Picchu in Peru vorweisen. Ich war schon in Peru auf dem Machu Picchu. Und was ich da aber beeindruckend fand, war jetzt weniger der Aufstieg, sondern einfach, wie es die Inkas geschafft haben, dort oben einfach eine ganze Zivilisation mit Kanalisation und Schrift und keine Ahnung was hinzubauen. Und wo heute Wissenschaftler da stehen und sich fragen, wie? Was sich aber jetzt manche Zuschauer und Zuschauerinnen fragen, ist, wie bist du denn dort aufgestiegen? Es gibt ja diese Rucksäcke für Eltern, wo man Kinder hinten reinsetzt. Kraxel, glaube ich, heißt es. Und da haben wir dann eine stabile gekauft damals und mich hinten reingesetzt. Und mein damaliger Zivildienstleister, der sehr jung, sportlich und dynamisch war, immer noch ist, der hat mich dann Huckepack hinten draufgenommen. Und das war jetzt aber weniger so eine Charity-Aktion, sondern es war einfach, wir beide sind nach Südamerika gefahren und wollten eine geile Zeit haben. Und die hatten wir. Das war jetzt ein ganz besonderes Gipfelerlebnis am Ende dieser Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Gedanken, Einblicke in dein Leben. Nick B., weiterhin alles Gute. Dankeschön. Tolle Gipfel und sonstige Erlebnisse. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse an unserer Sendung. Ich bedanke mich hier für die Gastfreundschaft auf der Kralleralm und sage auf Wiedersehen beim nächsten Gipfelsieg. Thank you.